Willkommen bei Futuras Talking Pest Management. Heute sprechen wir mit dem CEO und Eigentümer von der Desinfecta AG, Jürg Aebischer aus der Schweiz. Einer der führenden Betriebe in der Schweiz, und Jürg ist extrem innovativ. Er kann nicht anders, und wir haben extrem viel darüber gesprochen, welche Lösungen die Desinfecta so anbietet und wie sie die Zukunft sehen. Also viel Spaß beim Podcast. Ja, Jürg, willkommen bei Talking Pest Management, auf Deutsch Schädlingsbekämpfung sprechen, glaube ich. Jürg Aebischer, CEO der Desinfecta AG. Vielleicht, Jürg, erklärst du mal denjenigen, die draußen zuschauen bei YouTube oder das Video gerade im Newsletter entdeckt haben, was du machst, wer du bist, woher du kommst, gerne auch was Persönliches und was ihr mit der Desinfecta AG so macht. Ja, die Desinfecta AG ist ein Schweizer Traditionsunternehmen. Wir sind seit Jahrzehnten schon in der klassischen Schädlingsbekämpfung tätig. Wir kommen auch aus der Müllereibranche. Getreidehalter, Silohalter, so wirklich klassisch, wo da bekämpft wurde, mit Gas noch dazu mal. Wir beschäftigen gut 50 Mitarbeitende. Wir bewegen uns langsam gegen 55 Mitarbeitende, sicher 30, 32 Techniker. Wichtig ist uns, dass wir in der Schweiz lokal vertreten sind, wirklich schnell abrufbar sind, nah bei den Kunden sind. Qualität haben wir uns auf die Fahne geschrieben und natürlich Innovation. So, das ist mein Herzensstück, wirklich, dass wir da vorwärts kommen. Rein strategisch ist sicher auch die Thematik wegen der gehen wir in Richtung grüne Schädlingsbekämpfung. Das Ziel ist natürlich, dass wir in Zukunft, dass wir weg sind vom Gift, das haben wir uns auf die Fahne geschrieben, ganz wichtig, dass wir da einfach auch unsere Umwelt nicht belasten, dass wir auch keine Sekundärvergiftungen draußen verursachen, alle diese Sachen. Ja, also Desinfecta ist, glaube ich, jedem in der Dachregion in Deutschland, Österreich, in der Schweiz, vor allen Dingen im deutschsprachigen Raum bekannt. Ihr seid, wenn ich richtig informiert bin, so unter den größten, zwei, drei größten Betrieben in der Schweiz. Schweiz ist, wie wir alle wissen, ein Land, in dem sehr viel auf die Qualitäten, aufs Detail geachtet wird. Und ich weiß ja auch, dass ihr in einer sehr großen, wir dürfen keine Referenzen oder wollen wir heute nicht nennen, aber in einer sehr großen Lebensmittelindustrie tolle Referenzen habt und da wirklich mit großen Betrieben, mit Standards wie AIB, IFS und BAC zusammenarbeitet und für die digitale Schädlingsbekämpfung machen. Wenn du mit den Kunden sprichst oder deine Mitarbeiter im Vertrieb und in der Kundenbetreuung, was sind so für den Kunden die wichtigsten Sachen? Ist es die digitale Online-Doku? Ist es die digitale Falle? Ist es, dass du mit möglichst wenigen Schadstoffen oder Giften arbeitest? Was sind die großen Painpoints der Lebensmittelindustrie, Qualitätsmanager? Ja, ich denke schon, das Erste, das Wichtigste ist, dass wir da sind für sie. Dass wir wirklich eben die Dienstleistung leben. Wenn Fragen da sind, dass wir kompetent Auskunft geben können. Ich meine, digitale Fallensysteme sind super, da gibt es mittlerweile viele diverse Produkte, die setzen wir ein, aber das ist ein Mittel zum Zweck. Ich denke wirklich, auch die Beratung, die Konsultation, wirklich helfen, wenn Probleme da sind, dass wir die gemeinsam lösen. Und überall dort, wo wir eine gute Beziehung zueinander haben, was funktioniert, auch mit dem Qualitätsmanagement vom Kunden, da sind wir sehr, sehr, sehr erfolgreich. Und dazu helfen uns natürlich auch die digitalen Systeme, welche die repetitiven Arbeiten eliminieren und wir uns so fokussieren können, die Ressourcen nutzen eben für die Kundenbetreuung. Schön. Ja, also das ist auch für mich persönlich, ganz ehrlich, eine der wichtigsten täglichen Aufgaben für die Schädlingsbekämpfung, weil wir beide sind ja recht ambitioniert für unseren Sektor. Wir wollen, dass sich unser Sektor weiter und weiter verbessert. Und für mich ist immer so das Wichtigste, dass diese repetitiven, stumpfen Aufgaben, dass die mehr und mehr mit der Zeit dank smarter Lösungen weggeschafft werden oder verringert werden, und dass wir als Schädlingsbekämpfer Sparringspartner sind für Qualitätsmanager, Betriebsleiter und mit denen wirklich, wie du sagst, ein Consulting eingehen und denen immer beiseite stehen. Das ist mir auch mega wichtig, also finde ich das schön. Und wie würdest du sagen, gehen Qualitätsmanager mit euch in Dialog? Es ist immer noch klassisch, die rufen euch an oder die e-mailen euch, oder interagieren die auch viel mit euren digitalen Online-Dokumentationssystem? Also wichtig ist es sicher, das Online-Dokumentationssystem, ein Schlüssel auch, das hilft natürlich dem Qualitätsmanager, dem Betriebsleiter, auch in Zeiten von Audit, so dass die schnell auf die
Dokumente zugreifen können, dass man kurz die Grafiken zeigen kann, die Entwicklung, wo sind die Pains, die Maßnahmen, ist ja wichtig, die KPIs, dass wir die abarbeiten können. Kontakt ist nach wie vor per E-Mail, per Telefon, aber vielfach finde ich eben schon, also ist auch meine persönliche Meinung, wenn es dann wirklich auch konkret wird, dass wir zusammen sitzen können, dass wir uns gut sehen, dass man die Vibes spürt und so auch das Vertrauen aufbauen kann. Am Anfang kann ich mir aber auch vorstellen, dass ein erster Kontakt auch über Videotelefonie stattfinden kann. Cool, ja. Über FaceTime, wie auch immer. Eben der Mensch, oder? Wir vergessen immer in Zeiten der Digitalisierung den Menschen. Und es gibt so viele coole Tools auch, die man nutzen kann, um eben auch interaktiv zwischen den Menschen zusammen das Gespräch zu suchen. Und das ersetzt hier eben eine digitale Lösung nicht. Ja, bin ich zu 100%, ja. Ja, niemals. Also ich finde es super. Also ich kann jeden nur anregen, der das Video sieht. Ihr habt eine unglaublich moderne Website. Ihr habt einen, finde ich, tollen Film, in der ihr eure Dienstleistungen beschreibt. Die ist auch auf der Website. Auf eurer Website findet man DPM, Desinfector Permanent Monitoring, also digitale Fallensysteme unter anderem. Und viele Sachen, wo man echt denkt, wow, die haben ihre Hausaufgaben bis ins Detail gemacht. Und ich bin voll bei dir. Ich finde auch, dass unsere Dienstleistung an sich wird sich nicht unglaublich verändern. Wir machen immer noch Handwerk, immer noch Schädlingsbekämpfung. Aber Kommunikation, und das ist auch meine Hauptthese mit, wird komplett verändert dank der Lösungen, die wir haben. Und du hast es eingangs schön gesagt, eine digitale Falle ist auch nur ein Werkzeug, genauso wie FaceTime oder Skype oder Zoom auch nur eine Lösung oder ein Werkzeug ist. Also finde ich schön umschrieben. Willst du einmal den Zuschauern erklären, Desinfector, ihr macht, glaube ich, wenn ich es richtig zusammenfasse, ihr macht Privatkunden auch noch, ihr kümmert euch um Mittelstand, aber auch um die Großindustrie. Was würdest du sagen, ist euer Steckenpferd, was könnt ihr am besten, was wollt ihr am besten machen, oder ist es das Potpourri der Schädlingsbekämpfung ganzheitlich, was ihr von IPM bis zur Bekämpfung und Monitoring alles abbilden wollt? Ja, ich denke schon, das Ziel ist, das ganze Potpourri, die ganze Klaviatur zu bespielen. Das ist sicher einmal das Ziel. Wir sind stolz auf jeden Kunden, den wir haben, ob es ein großer internationaler Konzern ist, sei es ein Mittelständler, sei es ein Gastrobetrieb, sei es eine Privathaushaltung. Wir wollen einfach einen guten Job machen. Wir wollen wirklich auch dem Kunden vermitteln auch und dass wir ihm das Problem gelöst haben und dass, wenn wir zur Türe rausgehen, dass er sagt, oh, okay, toller Job, die haben das gut gemacht. Natürlich ist es nicht immer so, es gibt immer da, hier und da gibt es mal irgendetwas, das nicht funktioniert, gerade wenn wir uns wegbewegen von den Insektiziden, Bioziden, da gibt es ja die guten Alternativen, die wir nutzen, aber die muss man ganz gezielt einsetzen. Da braucht es auch wieder der Kunde, der mitspielt. Bei der Wespenbekämpfung ist es so, da haut man Insektizid rein und die Wespen sind tot, fallen runter. Mit den neuen Produkten, die wir haben, mit Silikaten, geht es halt etwas länger. Aber das ist eine Kommunikationsfrage. Man muss das dem Kunden vermitteln und dann funktioniert das auch. Also wir wollen wirklich dem Kunden helfen und das Problem abnehmen. Cool, ja, das ist ein schönes Statement. Wie siehst du, wie haben sich deine Kunden verändert in den letzten 10 Jahren, würdest du sagen? Oder sind es immer noch die gleichen? Sind die Kunden, haben die mehr Wissen, sind die breiter aufgestellt? Ist es plötzlich Kosten das wichtigste Thema oder mehr die Qualität? Also Qualität ist ganz klar, die wird verlangt bei den Großen, bei den Industrien, bei den mittelständischen Betrieben, die auch dann liefern und zum Teil auch Export machen, sind halt die Regulatorien, die sind maßgebend, das sind gewisse Normen, die erfüllt werden müssen. Das spielt sicher mit rein. Aber insgesamt haben sich die Kunden schon, die lernen mit der Schädlingsbekämpfung ganz klar. Früher konnte man denen irgendwas erzählen, denke ich mal. Ich bin auch noch nicht so lange dabei. Aber der Kunde, der lernt, das ist wie in der Medizin, oder? Da gehst du als Patient, gehst zum Arzt und hast dich schon vorbereitet. Klar. Du weißt ja haargenau, was du eigentlich hast. Und jetzt willst du noch die Second Opinion eigentlich vom Experten hören. Und es ist so ähnlich ein wenig. Ja, ja, also ich meine, wenn man googelt, es gibt in Deutschland, weiß nicht, 1.500 Betriebe, in der Schweiz, weiß ich nicht, 200? Was schätzt du?
Schädlingsbekämpfungsbetriebe? Ja, weniger wahrscheinlich. Weniger noch? Weniger. Und ich meine, alle füllen ihre Websites mit Informationen. Also es gibt zig Foren, es gibt YouTube-Videos, also ich gebe dir vollkommen recht. Der Kunde in 2019, 2020, wenn die Leute das sehen, ist 2020, der ist einfach viel aufgeklärter. Der kommt dann schnell und sagt, ja, was ist mit der Risikoanalyse? Haben Sie eine digitale Falle und sonst was? Ne? Also es ist genau. Schon spannend. Ja, da sind auch Ansprüche da und die wollen wir eben erfüllen. Das ist genau unsere Strategie. Wir wissen, was die Umwelt, was die fordert, was die Regulatoren fordern. Wir wissen, wir versuchen zu wissen, wie der Kunde denkt. Wir versuchen uns immer in den Kunden einzudenken und so unsere maßgeschneiderten Lösungen, das ist ja wichtig. Kunde A hat ein anderes Bedürfnis als Kunde B, dass wir da wirklich maßgeschneidert die Lösungen bereitstellen können. Und eben auch dann die Dienstleistung machen. Und am Schluss des Tages ist immer wieder der Techniker, der für die Qualität entscheidet. Da können wir noch lange Konzepte schreiben, Angebote machen und überzeugen, dokumentarisch. Aber am Schluss ist der Techniker, der Botschafter ist von Desinfecta, der über sein oder nicht sein entscheidet. Ja, bin ich bei dir. Ja, schön gesagt. Und apropos Techniker, es gibt ja viele Unternehmen oder Unternehmer, die sagen, ich mache mich selbstständig mit Schädlingsbekämpfung. 1, 2, 3, 4 Mann-Unternehmen, was Kleines, ich möchte jetzt durchstarten. Häufig kommen die zu uns, zu anderen Großhändlern oder Herstellern und sagen, hey, habt ihr nicht ein paar spannende Produkte? Und viele von denen googeln natürlich, weil die neu sind und auch Zeit haben. Und die finden dann irgendwas über grüne Schädlingsbekämpfung, über IPM, über Abdichtung oder digitale Fallen und fragen mich dann auch immer, wie siehst du die nächsten 10 Jahre? Und wir beide haben es ja schon viel diskutiert. Wir sind gerade in einem Workshop hier bei uns in Deutschland. Die letzten Jahre ist so unglaublich viel passiert. Also alleine unser Meeting Anfang des Jahres und heute und gestern, wie viel sich verändert hat. Aber was würdest du sehen, sind die größten Veränderungen in der Schädlingsbekämpfung? Was sind die größten Veränderungen, die jetzt passieren und in den nächsten 10 Jahren passieren werden? Ich gehe schon davon aus, dass man wirklich noch viel mehr konzeptionell arbeiten muss auf der Ebene der Betriebe. Weil wirklich die Bedürfnisse, die sind sehr unterschiedlich. Die Gebäude sind sehr unterschiedlich, die Objekte. Es gibt ganz moderne Neubauten, was nicht heißt, dass die dicht sind. Auf der anderen Seite gibt es auch viele ältere Gebäude, die sind super unterhalten. Also man muss wirklich auch die Risikoanalyse sauber aufnehmen. Gebäudestruktur, Hygienemanagement, das ist wichtig. Die Digitalisierung ist fortgeschritten. Da haben wir viele sehr gute Produkte. Ich denke, da geht es weiter. Aber wie gesagt, ist ein Hilfsmittel, Mittel zum Zweck. Das ist eben nicht nur dieses Werkzeug, sondern der Prozess, der dahinter steht. Und hier geht es um Effizienz. Ich meine, da kann man schnell mal ein paar digitale Fallen aufstellen, aber wie wir das dann abhandeln? Und wenn wir es multiplizieren, wirklich in die großen Industrien, da muss der Prozess, der muss stimmen. Das ist ganz klar. Und wichtig ist einfach nochmals, dass wir die repetitiven Arbeiten, dass wir die so weit wie möglich automatisieren, digitalisieren, sauber abbilden und dass wir unsere Energie, unsere Ressourcen in die Beratung, in die Unterstützung, in die Hilfestellung leiten können. Dann will ich nochmal über DPM sprechen, Desinfektor Permanent Monitoring. Gibt es auch eine coole Website bei euch auf Internetpräsenz zu. Das sind digitale Fallen. Ihr nutzt seit fast 10 Jahren, glaube ich, ne? Digitale Fallen und müssen ja nicht jetzt sagen, wie viele, aber es sind sehr, sehr viele und das auch mit großem Erfolg. Wenn du dich daran zurückentsinnst, sagen wir 8, 9 Jahre von heute zurück, als es anfing mit der digitalen Falle, was hast du als gedacht, als jemand das erste Mal auf dich zukam mit einer digitalen Falle und wie seid ihr an den Kunden rangegangen und wie ist das heute? Ich bin halt von Haus auf der Innovator. Also ich liebe das, ich liebe diese Herausforderung, etwas Neues, etwas wirklich dann ein neues Produkt zu entwickeln und dann auch zu professionalisieren und dann auch zu kommerzialisieren. Das ist das A und O. Und ich weiß noch, wo wir hier in diesem Gebäude waren das erste Mal, da ging es ja noch um Haustechnik schlussendlich. Stimmt. Genau, da wurde ja die Funktechnik kommt aus dieser Richtung. Und ich war sofort begeistert und Ich sah einfach den Nutzen, weil eben du sparst, am Ende sparst du Ressourcen. Aber was wir unterschätzt haben, was ich vielfach unterschätzt habe, eben den Prozess, den man dann intern entwickeln muss. Wie machen wir jetzt das? Ja, jetzt haben wir digitale Fallensysteme. Wir haben einen Fang.
ja, was passiert jetzt? Leeren wir die Falle oder macht es der Kunde? Haben wir für sie verschiedene Service-Levels entwickelt? Es funktioniert heute gut, es ist Standard. Die Prozesse, die haben sich völlig verändert. Heute ist es so, wenn wir einen neuen Aufbau machen dürfen, dann wird die Ware bereits im Haus wird die bereitgestellt, die Sender werden eingelesen, bereitgestellt. Der Techniker fährt dann mit seinem Team oder mit einer Begleitung, wird der Aufbau gemacht. Früher war ja das so, dass sie dann zurückkamen ja, mit den Plänen stimmt, und noch von Hand eintragen. Stimmt. Heute machen wir das alles online auf dem Laptop, das geht dann direkt ins Kundenportal. Da hat sich schon sehr, sehr viel verändert. Zukünftig denke ich auch, oder nutzen wir ja auch zum Beispiel Kameratechnik. Kameratechnik, ganz wichtig, setzen wir schon längere Zeit ein, so in unzugänglichen Bereichen, wo man weiß, hier haben wir Nager zum Beispiel, aber wissen nicht genau, wie die sich verhalten, wann kommen die, wie viel hat es da. Und da hilft uns die Kameratechnik schon. Und wenn wir heute schauen, die Entwicklung mit den Kameras ist ja unglaublich. Und da gehe ich schon davon aus, dass wir die auch irgendwann mal, stelle ich mir jetzt einfach vor, dass wir die in den Fallen drin haben, dass wir auch wissen, online zu Echtzeit, ja, was für eine Art Maus ist. Ist eine Hausmaus, eine Rötelmaus, zwischendurch mal eine Feldmaus oder auch bei den Ratten. Mit was für Nagen beschäftigen wir uns? Und da hilft uns die Kameratechnik schon. Glaube ich auch. Also so sehe ich ganz klar auch, glaube ich, so die Vision des digitalen Pestmanagements, dass du, ob in einer Schabenfalle, in einer Mottenfalle, in einer Nagerfalle, dass du überall Mini-Kameras drin hast. Heute ist ja so, dass verschiedene Sensoren hauptsächlich solche digitalen Fallen antreiben und du kriegst eine Nachricht via App oder E-Mail oder online, wo drauf steht, hey, im Falle 743 bei, keine Ahnung, Bäckerei ABC hast du jetzt in eine Maus gefangen zum Beispiel. Und dann fährst du ja immer noch hin. Oder dein Kunde fährt dorthin oder geht dorthin und macht die Box auf und guckt, war das so? Und ich glaube, da ist noch ein großer Step, wenn du über repetitive Prozesse oder Fehlervermeidung, Fehlerquellen oder sowas sprichst. Wenn du vorher dir das Bild angucken kannst, weißt du, glaube ich, ganz anders, wie du es einplanen kannst. Machst du das mit deinem Betriebsrundgang eh morgen? Oder guckt ihr euch, wenn ihr das macht, das Desinfektor geben Service, macht ihr den Service erst in 2 Wochen, wenn ihr sowieso da seid? Ja? Also ich glaube, das wird schon noch ganz spannend. Wie machst du das? Du hast es gerade kurz angeschnitten, vielleicht prozentual oder wie gehen eure Kunden damit um, wenn eine Auslösung, sagen wir, von der Maus oder Rattenbox kommt? In der Schweiz, sagtest du mir schon mal, machen viele von euren Kunden das. Die haben dann eine App und kümmern sich um die Fallenalarme, oder? Es ist so, wir haben eine Kunden-App, die ist jetzt gerade fertig entwickelt und der sieht es dann auch. Der hatte einen Alarm, das kommt irgend auf ein Endgerät, eben des Kunden oder vom Techniker selber. Und dann geht er zur Falle, das ist eben ein bestimmter Service-Level, der entleert die Falle, reinigt die Falle und stellt sie wieder sauber auf. Ja. Das nächste Mal, wenn der Techniker kommt, macht er Funktionskontrolle, wieder die Reinigung dieser Schritte. Wir können das aber auch anders handeln. Wir haben auch Kunden eher Richtung Pharmaindustrie, wo es dann darum geht, dass wir die Falle leeren und löst einfach das Fallenereignis löst einen Auftrag aus. Der Techniker hat auf seiner App den Einzelauftrag, dann weiß er, okay, morgen gehe ich dort vorbei. Verstehe, cool. Du weißt ja, dass wir reden auch immer viel oder wir sind in der Schädlingsbekämpfung, ist unser Framework, einmal sind die Gesetze, wie wir mit Bioziden umgehen dürfen und unter welchen Umständen wir sie nutzen dürfen und so weiter. Was ja auch gibt, diese verschiedenen Studien, Primär- und Sekundärvergiftungen, zum Beispiel bei Rodentiziden, also Ratten- und Mäusegiften, mit Schleiereulen, mit Greifvögeln, mit Fischen mittlerweile durch die Kanalbeköderung. Wie beschäftigt dich dieses Thema? Ich weiß, euch beschäftigt das Thema schon viele Jahre. Habt ihr eine Exit-Strategie? Sagst du, wir wollen dann und dann nicht mehr mit Gift oder immer nur in besonderen Situationen unter bestimmten Vorsichtsmaßnahmen? Oder sagst du einfach so weiter wie immer? Was siehst du da? Nein, das ist klar, das ist mein Wunsch. Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, giftfreie Schädlingsbekämpfung. Ja, wie kommen wir jetzt dahin? Prozentual sind wir vielleicht bei 70% giftfrei, 30% setzen wir noch Insektizide, Biozide rein. Jetzt, wie kommen wir an das Ziel? Und das müssen wir verfahrensmäßig angehen, dass wir zum Beispiel sagen, okay, die Wespenbekämpfung, da machen wir jetzt einen Schnitt, es gibt kein Gift mehr, setzen wir nicht mehr ein.
Bei der Außenbeköderung sehe ich es genau gleich. Also hier können wir auch sagen, okay, es gibt keine Tox, wir verwenden keine Toxköder mehr im Außenbereich. Das ist unsere Strategie. Oder wir machen es dann Step by Step, Kunde für Kunde, aber wir müssen uns auch ein Ziel setzen, wo wir sagen, okay, bis dann, bis in 2, 3, 4 Jahren wollen wir das nicht mehr. Wir wollen außen auch nur noch mit den digitalen Systemen fahren, eben wegen den Sekundärvergiftungen. Vielleicht ist es früher, aber wir müssen das strategisch angehen, Schritt für Schritt. Und so kommen wir zum Ziel. Wir haben ja heute eine Geschichte erfahren von Oliver. Oliver hat uns erzählt von einem Kunden, der mit seinem Unternehmen Biotech betreut, der im Außenbereich, was waren das, 500 Köderboxen hatte. Und das ist eine interessante Story, das können wir nochmal eben teilen. 500 Köderboxen, glaube ich, ne? Und der Kunde sagte, ja, wir haben auch schon mal Greifvogelstangen aufgestellt und haben uns einfach sehr gewundert, dass die Greifvögel dann aber relativ schnell danach wieder weg waren, ne? Und der Genau. Schädlingsbekämpfungsdienstleister hat unglaublich viel Gift da Genau, genau. ausgebracht. Da bin ich voll bei dir, da geht es um holistische Konzepte, die man miteinander ausarbeitet. Und ich glaube, ihr seid auch so weit, dass ihr gesagt habt, ihr wollt schauen in den großen Grünflächen, dass ihr teilweise eventuell sogar Greifvogelsitzstangen als Teil des Konzeptes mit anbieten wollt. Ne? Ja, genau. Es gibt ja bereits Betriebe, die versuchen, die Greifvögel anzulocken mit verschiedenen Methoden. Diese Greifvogelstangen scheint mir ein sehr gutes Konzept, müssen wir ausprobieren. Im Unterschied jetzt zu Deutschland ist bei uns, ja, wir sind etwas dichter besiedelt. Der Ja. Produktionsgürtel, der ist, da haben wir etwas Dichtestress und die Vögel fehlen da schon zum Teil. Trotzdem sehe ich da Chancen, dass man das machen kann. Wenn natürlich keine großen Grünflächen mehr sind, dann hast du nur noch etablierte Befälle, die von innen nach außen gehen Ja, dann. klar. Das ist dann die Frage, oder? Ja, stimmt. Aber ich finde es ein gutes gesamtheitliches Konzept mit diesen Greifvogelstangen. Und ja, es ist völlig natürlich dann. Ja. Das ist witzig, ne? Das finde ich, dass in der Schädlingsbekämpfung ganz viel geht von, wir haben die chemische Wunderwaffe hin zu, hey, lass uns mal mit gesundem Menschenverstand zusammensetzen und darüber nachdenken, was hier eigentlich ist. Können wir die Wand einreißen? Können wir die Zwischendecke entfernen? Können wir hier Hygienemaßnahmen machen? Ich erinnere mich, vor 4, 5 Jahren hatten wir mal hier einen Hygiene-Workshop miteinander. Können wir Fallen ausstellen und so weiter, ne? Ja, das ist so. Man muss wirklich das Bedürfnis des Kunden, die Struktur der Objekte, die Grundlagen, die Umgebung, man muss wirklich alles mit einbeziehen. Und dann bist du schnell irgendwie mal auf dem Papier so weit, dass du sagen kannst, okay, ganz maßgeschneidert, bei diesem Werk machen wir das, das und das, dieses Verfahren, kombinieren das beim Werk 2. Haben wir eine völlig andere Ausgangssituation, da müssen wir anders dahinter. Also man muss wirklich das sehr situativ und objektbezogen anschauen. Und natürlich auch die Befallsanalyse, logisch, oder? Das hat nicht jeder Betrieb, Ja, das stimmt, das hat hat noch er nicht die mal jeder gleiche Betrieb. Nähe. Ja, das ist wirklich, finde ich, spannend. Wir sind ja ungefähr seit 10 Jahren in einer Geschäftsbeziehung und ich kann das wirklich so beobachten, dass ihr als Desinfekta AG so in Iterationsprozessen immer wieder ausprobiert. Also es geht ja wie ein Ball hin zu euch, zurück zu uns und so weiter. Und ich glaube, wir befruchten uns da irgendwie gegenseitig mit dem Innovieren von Prozessen. Und ich würde sagen, das gehört bei euch wahrscheinlich mit zur Firmenphilosophie, ne? Dieses ständige sich selbst hinterfragen, mit den Mitarbeitern, mit allen Mitarbeitern sprechen, das macht ihr ja sehr viel, mit allen Kunden sprechen, sehr viel in Kommunikation und Dialog gehen und dann zu überlegen, welche nächsten Iterationsschritte kann ich anstoßen, um mich wieder zu verbessern, ne? Ja, die Expertise ist das A und O. Ich komme wieder zurück. Unsere Botschafter, die wir haben, die müssen einfach wissen, was sie machen. Die können nicht irgendwie da schnell etwas pfuschen, das geht nicht. Und da sind wir schon bestrebt, auch durch Kommunikation, dass wir da wirklich alle auf einem guten Level haben. Es gibt die extreme Stärken in diesem Verfahren haben, dann gibt es andere, die haben etwas Limiten hier und da geht es darum, dass wir auch die Limiten, dass wir die ausbügeln können und dass wir die Stärken von den anderen, dass wir die zusammensetzen und so die limitierten Verfahrenskenntnisse, dass wir die befähigen dann, dass die von den Profis lernen können. Das ist ganz wichtig, dieser Austausch. Schauen wir schon auch drauf, dass wir wirklich gute Teamzusammensetzungen haben. So im Sinn, lerne von dem Besten. Ja.
Deshalb sind wir ja auch hier. Dankeschön. Ja, aber vice versa, das kann ich nur zurückgeben. Ja, genau. Also ich finde es einfach schön, dass wir die Chance haben, miteinander zu sprechen. Weil ich finde, ihr macht das ganz besonders, dass ihr euch immer wieder hinterfragt und immer weitergeht. Ihr geht immer einen Schritt weiter. Für mich, also ich bin ja, meine Eltern waren auch schon in der Schädlingsbekämpfung und ich habe es damals auch hier mit Familie Klute von Oliver mitgekriegt, bin immer mitgefahren und habe jetzt die Schädlingsbekämpfung quasi gefühlt schon so 30 Jahre so miterlebt. Und was ich spannend finde, ist, dass deine Hauptbotschaft ist, und das finde ich vollkommen richtig, dass die Schädlingsbekämpfung, unser Handwerk mit den Werkzeugen zusammen, dass sich die Schädlingsbekämpfung eigentlich fast nicht verändert. Denn früher ging es auch schon um den Techniker, um eine super Dienstleistung. Es ging auch schon um Kundenkommunikation. Der Kunde braucht uns weiterhin. Es kommt nicht irgendwie eine digitale Falle und es ist alles vorbei, weißt du? Und dennoch sind die Werkzeuge, die wir verändern, komplett anders. Ja, die Art und Weise, wie wir arbeiten, auch die Prozesse hinten hinter, ja, die deine Kunden, die deine Mitbewerber gar nicht sehen können, ob es jetzt verschiedene Schnittstellen sind oder Fleet Management oder künstliche Intelligenz, die ihr nutzt, um verschiedene KPIs besser zu machen. Dass trotzdem immer noch die Schädlingsbekämpfungsdienstleistung, die du auf den Boden bringst, immer noch vergleichbar ist mit dem, was wir vor 30 Jahren gemacht haben. Ja. Aber es ist trotzdem eine ganz andere. Weißt du, was ich meine? Also es ist eine ganz andere Welt. Ja, ja, es ist so. Aber wir sind Handwerker und das vergisst man ja viel. Ja, stimmt. Ja, ja, es gibt da verschiedene Vergleiche, die man machen könnte. Oder? Aber wir sind Handwerker und wir wollen auch Handwerker sein. Und wir machen uns eben das Know-how, das wir haben, das probieren wir wirklich anzuzapfen und weiterzugeben und uns diese Werkzeuge nutzbar zu machen. Die Prozesse sind ganz wichtig, dass wir wirklich sauber lean da durchgehen. Und das hat geändert. Früher war wahrscheinlich noch jemand im Büro, der die Rapporte abgetippt hat und dann irgendjemand hat fakturiert. Heute läuft das alles automatisch ab, finde ich super. Ich meine auch mit der Spracherkennung. Ja, stimmt. Da sind wir Riesenschritte weiter, aber am Ende des Tages geht es immer wieder darum, diese Maus zu fangen. So sieht's aus. Und das könnte man manchmal fast vergessen, wenn man sich da durchgoogelt. Ja, das stimmt. Und da bin ich auch stolz. Wir sind stolz, Handwerker zu sein. Und auch das Image, ich meine, gestern Abend hatte ich mit einem Bestatter ein Gespräch. Und das war so lustig. Er findet das eben auch, die Bestattung ist ja auch eher so ein wenig im Ekelbusiness. Wir sind ja auch ein wenig im Ekelbusiness. Aber es ist so attraktiv und du kannst so sinnstiftend viel erreichen für den Kunden. Und du brauchst viel Know-how. Du musst wissen, die Lebenszyklen der verschiedenen Insekten, Schädlinge, Käfer, Insekten, genau. Du musst die Technik, du musst on top sein. Du musst wissen, was ist auf dem Markt. Du auch musst, um kompetitiv zu sein. Genau. Und du musst die besten Leute ringsum haben. Du brauchst die besten Leute intern und du brauchst die besten Partner, die dich unterstützen. Und es ist gegenseitig, es ist eine Interaktion. Und das nenne ich Partnerschaft. Ihr seid damals, glaube ich, so die ersten gewesen in der Schweiz, die angefangen haben mit digitalen Fallen. Heute, vielleicht kannst du was über den Wettbewerb sagen, sind, glaube ich, relativ viele nachgezogen. Also natürlich nicht alle, aber so ein paar größere Mitbewerber machen es ja theoretisch was Gleiches. Jetzt weiß ich, was bei euch gerade ansteht und dass die nächsten Jahre extrem viel von euch kommen wird. Deswegen watch this space, wie man so sagt. Wie siehst du die Wettbewerbssituation? Also als jemand Innovator, den Hut trägst du, das stimme ich vollkommen zu, als jemand, der die digitale Falle in die Schweiz gebracht hat, wie siehst du den Markt heute und wie begutachtest du die Wettbewerbssituation? Ja, im Bereich digitale Fallensysteme, da hat es früher nicht viel Auswahl gegeben. Heute gehst du an die Messe, da gibt es 100 verschiedene Systeme, jeder hat irgendetwas Spezielles. Ich gehe davon aus, dass die meisten auch funktionieren. Dann haben wir noch die Kostenfrage, wobei das spielt gar nicht mehr so eine Rolle. Das ist alles plus minus im ähnlichen Bereich. Am Anfang hatten wir da sicher Vorsprung. Ich denke, das wird weitergehen. Ja, die Mitbewerber, die großen Mitbewerber, die nutzen die. Die kleinen Mitbewerber, weiß ich, also die mittleren, kleineren Unternehmen, die haben sicher auch zwei, drei so Systeme für Akutsachen.
Wir haben halt dort eine Differenzierung der Branche ein wenig, oder? Ja, Wir sehen ganz da klar. schon eine Unterteilung, ganz Ja, klar. das Was nicht ist so. heißt, dass das kleinere mittelständische Unternehmen das nicht machen kann, überhaupt nicht. Ja, bin ich bei dir. Wenn wir jetzt so als Schlussappell, stell dir vor, das Video schauen ja recht viele Leute aus unserem Sektor, aber auch viele aus der Lebensmittel- oder Pharmaindustrie oder aus dem Lebensmitteleinzelhandel. Wir haben das Schlusswort so ein bisschen an beide Parteien richten. Was würdest du sagen als Appell an unsere Industrie, an die Schädlingsbekämpfer, auch an die neuen, wie sie sich verbessern und verändern können oder Schritt halten können, auch mit den Großen oder ihre Nische suchen können? Wie würdest du zuerst die appellieren und sagen, bleibt in der Branche, probiert vielleicht dies oder das aus, ne? Was für Werte würdest du denen mitgeben? Und wie würdest du im Umkehrschluss auch den Kunden ansprechen und sagen, lieber Kunde, achtet darauf, dass ihr das habt, achtet darauf, damit ihr nachher im Prozess euren Standard komplett erfüllt, damit ihr die Lebensmittelsicherheit oder Medikamentensicherheit oder sowas erfüllen könnt. Ja, ich denke, die größeren Unternehmen, die machen ihre Hausaufgaben, das ist klar, die haben auch die Mittel dazu, die haben die Leute, die Menschen, die schwärmen überall aus, da gibt es Produktentwicklungszentren und, und. Die mittleren, kleineren Unternehmen, denke ich schon, sie sollen einfach neugierig sein oder Neugierde und mal etwas ausprobieren. Ja, Zweimal bin ich geht's voll bei dir. gut, einmal klappt es nicht. Und so kommt man Schritt für Schritt weiter. Und vielleicht auch mal den Dialog suchen mit einem Branchenkollegen und sagen, okay, wie können wir uns austauschen? Kannst du mir mal zeigen? Es muss ja nicht immer der direkte, harte Konkurrenzkampf sein. Man kann sich durchaus, der Kleine hat vielleicht etwas, das er super macht, was wir gar nicht kennen. Muss man immer selbstkritisch sein. Stimmt. Wir können vielleicht hier etwas Unterstützung bieten. So, das ist ein wenig der Appell. So, sei neugierig. Der Appell an unsere Kunden ist sicher, wenn sie Ausschreibungen, zum Beispiel Thema Ausschreibung, jeder macht eine etwas andere Ausschreibung, aber am Ende des Tages sieht es eigentlich so aus, dass irgendwie Fallenanzahl und Quadratmeter, irgend sowas abgefragt wird. Und dann haben Sie So. noch digitale Systeme, sind Sie Ja, zertifiziert? genau. Ja klar, wir sind zertifiziert, DN 16636, ISO SIPA. 9001, was, SIBA etc. Das ist nicht das Thema. Ich glaube, man kann eine Ausschreibung ganz anders gestalten. Und zwar, dass man sauber abfragt, oder was sind die Bedürfnisse des Kunden, dass er die bereits auflistet. Und sagt, okay, schau, wir haben 27 Werke, dass er schon so eine Ja, Vorrisikoanalyse, weil die got it. wissen ja das, hatten wir eingangs gesagt. Meistens Stimmt. wissen die genau gleich viel wie wir auch. Klar. Und dass man das dann dokumentiert und wir dann schon gezielt auf die Objekte reingehen können und nicht nur Thema Fallenanzahl und Quadratmeter, sondern Schön. wirklich auch die Expertise suchen, was macht ihr sonst noch? Macht ihr Inspektionen, macht ihr Beratungen, Hygieneberatung, Bauberatung, dies und jenes, schult ihr die Leute. Das sollte auch abgefragt werden. Das wäre so mein Wunsch an die Industrie. Kann ich komplett untermauern. Finde ich schön, dass du es gesagt hast, weil wie würdest du das einschätzen? Nochmal zum Schluss, die Risikoanalyse haben wir ja schon mal besprochen. Das ist ja wahrscheinlich so die Basis für Zusammenarbeit, Schädlingsbekämpfer, Lebensmittel- oder Pharmaunternehmen. Ja? Also die Ja, Risikoanalyse ist sicher. ja eine ganzheitliche Betrachtung vom Unternehmen, von den Werkstoffen, von den Produkten, Rohstoffen, die gelagert werden. Wie viele Unternehmen haben denn eine Risikoanalyse, die jetzt zum Beispiel nicht bei euch Kunde sind? Also wenn ich mir den Markt anschaue, würde ich sagen, es ist kritisch. Ich denke, viele wissen noch nicht mal, was genau das ist. Wie siehst du das? Also es wäre ja eigentlich gefordert nach EN 16636 Und eine IFS. Risikoanalyse, IFS, genau. Da gehen wir schon mal so hin, aber wir gehen mit den Augen der Risikoanalyse durch den Betrieb. Die Kunden auf der anderen Seite, denen ist das vielfach gar nicht bewusst. Das ist einfach unser Problem, löst das einmal. Ich gehe davon aus, dass sicher auch in zukünftigen Standards auch ein wenig die Verantwortung wieder an den Kunden zurückgegeben wird. Und man sagt, okay, schau, ihr müsst auch mitmachen. Es ist nicht getan nur mit einem Ja. Vertrag, mit einer Unterschrift, mit einem Stamp. Risiko abgegeben. Genau, richtig. Also wieder, habe ich schon gesagt, diese Zusammenarbeit, die wir brauchen, oder? Und dass sich der Kunde dann Gedanken macht, wo sind eigentlich meine Schwachpunkte und auch nicht nur das Geld anschaut. Ich sage jetzt nicht,
Die Branche ist geldgetrieben, glaube ich nicht. Qualität ist hier gefragt. Qualität und die Sicherheit, dass man den richtigen Partner hat, dass wir das Vertrauen aufbauen können und sagen, okay, wenn wir mit diesen Menschen zusammenarbeiten, können wir sicher sein, dass wir das Risiko des Schädlingsbefalls, der Kontamination, der Einschleppung und alles, was da ringsum ist, dass wir das abdecken können. Ja, perfekt. Ich finde, ein schönes Schlusswort. Danke dir, Jörg, fürs Gespräch. Ja, merci, Daniel. So, das war's auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer freuen wir uns auf euer Feedback. Einfach Kommentare und so da lassen. Ihr könnt unseren Kanal natürlich abonnieren und die Glocke klicken, damit ihr keine Videos verpasst. Wir teilen uns natürlich alles auch bei Instagram und LinkedIn und freuen uns immer auf euer Feedback. Wir danken auch unserem Kollaborationspartner, dem DPS Verlag aus Deutschland, der praktische Schädlingsbekämpfer, der uns dabei unterstützt, diese Videos zu machen und die auch in der Zeitschrift eben teilt. Und wenn ihr interessante Leute habt, von denen ihr sagt, die müsst ihr unbedingt interviewen, mit denen müsst ihr sprechen, die sind innovativ oder die machen irgendwas anders, das ist eine spannende Geschichte oder einfach eine spannende Persönlichkeit, in die Kommentare oder e-mailt uns an info@futura-germany.com und dann nehmen wir Kontakt auf und gehen die Sache an. Danke.